Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frage und Antwort im Kita-Recht und heute mit der sehr berechtigten Frage, was ein Träger, was ein Arbeitgeber tun kann bei einer vermuteten vorgetäuschten Erkrankung nebst somit erschlichener Krankschreibung eines Erziehers oder sonstigen Trägerbeschäftigten. Nun, ein häufiger Irrtum ist, dass es das dann eine Sache für einen Betriebsarzt wäre. Das ist sogar gesetzlich geregelt. In § 3 des Gesetzes für Betriebsärzte und Arbeitssicherheit ist ganz, ganz unten geregelt, dass es nicht Aufgabe der Betriebsärzte ist, eine Krankschreibung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Also einmal mit diesem Irrtum aufgeräumt an dieser Stelle. Stattdessen wird ein Arbeitgeber sich wahrscheinlich an den medizinischen Dienst der gesetzlichen Krankenkassen besser zu halten haben und dort seine Vermutung, seine Begründung vorbringen müssen.